Einen wunderschönen guten Tag an alle Cineastinnen und Cineasten draußen. Willkommen wieder bei MovieCheck und zu der Trailer-Reaction zu Morbius. Morbius hat seinen zweiten Trailer erhalten und ja, ich will den Trailer jetzt einfach mal sehen, um zu wissen, was ist mit diesem Film. Spielt er nun auf Earth 616, ich nenne sie ja liebevoll immer so, des Marvel Cinematic Universe, so wie wir es kennen, oder ist es ein reiner Sony-Film, was ich mir eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber theoretisch ist es möglich und dementsprechend darf man sich natürlich auch von diesem Trailer jetzt einmal überraschen lassen und auch entsprechend Erwartungen einmal kommunizieren. Und meine Erwartung ist, dass Morbius Teil des MCUs wird, wie auch immer das aussehen wird. Das werden wir dann nach der Trailer-Sichtung besprechen. Ich bin auf jeden Fall dankbar, jetzt hier einmal stehen zu können, weil sonst wäre ich, glaube ich, total durchgedreht. 3 Videos in 3 Monaten, der Rest nur geplante Videos und der Dezember offen. Das hat mir total den Stress bereitet. Und dann ist ja vor einigen Monaten auch Jan hier ins Team gekommen, der hier einiges nochmal gerissen hat, auch aufgefüllt hat, also Plätze für Filmkritiken aufgefüllt hat, die einfach leer bleiben mussten, weil ich einfach nicht aufnehmen konnte und auch immer nicht so lange hier stehen kann, um was aufzunehmen und effektiv hier zu sein. Das ist echt deprimierend. Und ich bin froh, dass wir den Dezember tatsächlich jetzt auch noch safen konnten und auch was Besonderes auf die Beine gestellt haben. Aber dazu werden wir euch separat auf jeden Fall noch informieren. Jetzt wollen wir uns den Trailer zu Morbius anschauen und dementsprechend let's go. Brauchen Sie einen Arzt? Ich bin Arzt. Ich hätte schon vor Jahren sterben sollen. Menschen auf der ganzen Welt leiden an meiner Krankheit. Ich bin hier, um ein Heilmittel zu finden. Wir müssen Grenzen überschreiten, Risiken eingehen. Wenn ihr abhauen wie Tony wollt, Stark. Dann jetzt. Er riskiert was. Dr. Michael Morbius, Sie galten 2 Monate als vermisst. Dann fand man Sie auf einem Containerschiff, das vor Long Island trieb. Wow! Was haben Sie mit sich gemacht, Doktor? Ich wünschte, ich wüsste das. Ich lag im Sterben und bin jetzt lebendiger denn je. Es hat funktioniert? Nicht wirklich. Ich besitze erhöhte Kraft und Geschwindigkeit und eine Art Fledermausradar. Wozu bin ich noch fähig? Wow. Das sieht cool aus, wie er fliegt. Es gibt Grenzen. Die muss es geben. Da ist etwas in mir. Das will jagen und verlangt nach Blut. Michael? Kannst du es kontrollieren? Ich weiß es nicht. Die Hälfte der Stadt will sie töten. So was Gutes hatten wir nicht mehr seit dieser Sache in San Francisco. Die andere Hälfte will sie kontrollieren. Hey, noch ein Easter Egg. Dr. Mike, wir beide sollten in Verbindung bleiben. Ich würde alles tun, um mein Leben zu retten. Aber ich weiß nicht, wozu ich fähig bin. Sie retten Leben, sie nehmen sie nicht. Bist du hier, um die Welt zu heilen? Oder um sie zu vernichten? Wer zum Teufel bist du, Mann? Ich bin Venom. Ich bin Dr. Michael Morbius, stets zu Diensten. Das macht's nicht besser. Woo! Also der Trailer hat geballert. Und ich finde die Aufteilung dieses Trailers echt bemerkenswert, weil im ersten Teil geht es eigentlich direkt um die Origin-Story des Filmes und des Charakters Michael Morbius. Und dann macht der Trailer einfach mal so nach gut 1,5 Minuten, 1 Minute, naja, nicht 1,5, aber doch 1,5 tatsächlich. Nach gut 1,5 Minuten einen richtig krassen Cut. Hier geht's los. Und dann gibt's die Querverweise auf das Marvel Cinematic Universe. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und es gibt hier 4 Punkte, die ich besprechen möchte. Natürlich einmal die Zeitung. Wir haben hier den Daily Bugle. Den kennen wir schon spätestens seit Far From Home. Aber auch in Let There Be Carnage taucht er auf. Ich verweise da auf meine Trailer-Reaction zu Let There Be Carnage. Wo ein ähnlicher Artikel, beziehungsweise die gleiche Ausgabe dieser Zeitung
auch quasi verarbeitet worden ist. Und nun haben wir hier eine Überschrift, die eigentlich auch schon bezeichnend dafür ist, dass Michael Morbius hier schon einige Zeit gewütet haben dürfte. Denn hier steht ja an sich, jetzt mal salopp und frei übersetzt, Dr. Michael Morbius verantwortlich für die Vampirmorde. Und das kann natürlich auch einfach nur reißerisch sein, weil J.J. Jonah Jameson, alles andere als ein, zumindest jetzt im MCU, der Earth-616, das Marvel Cinematic Universe, alles andere als ein faktenfreundlicher Redakteur ist, sondern eher so auf Bildniveau arbeitet. Und dementsprechend schauen wir einmal weiter, was noch so kommt, denn wir haben hier Tyrese Gibson, der, weiß ich nicht, einen Agenten spielt, aber einen Agenten welcher Organisation, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er einfach nur ein Cop ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe mir schon überlegt, es könnte ja auch sein, dass er ein Leiter einer Subdivision von S.H.I.E.L.D. spielt. Das fände ich persönlich ziemlich nice. Aber relevant ist jetzt nicht meine Spekulation darüber, wen oder was Tyrese Gibson spielt, sondern was sein Kollege hier im Bild zum Besten zu geben hat. Nämlich die Situation, die sich hier gerade uns präsentiert, die ist ja der, die wir einst in San Francisco vorgefunden haben, kürzlich in San Francisco vorgefunden haben, ja recht ähnlich. Und San Francisco ist das Zuhause von Eddie Brooke und Venom. Und da ist es natürlich jetzt ganz wichtig für die Chronologie des Films Morbius, auf welches Ereignis bezieht er sich? Bezieht er sich auf die Konfrontation Venom vs. Riot im ersten Venom-Film oder Venom vs. Boah, jetzt fange ich schon an zu lispeln, verdammt. Venom vs. Carnage in Let There Be Carnage. Und ich glaube wirklich daran, dass Marvel, Disney und Sony Pictures das MCU oder generell ihre Charaktere vorantreiben wollen. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt so ein Lückenfüller ist zwischen Venom 1 und Venom 2, sondern dass der Kollege sich hier auf die Ereignisse mit Cletus Cassidy aus Let There Be Carnage bezieht. Und dann stellt sich natürlich eine Frage. Spielt der Film die ganze Zeit unmittelbar nach den Ereignissen oder vor der beziehungsweise nach der Post-Credit-Scene von Let There Be Carnage. Und an alle, die den Film Let There Be Carnage nicht gesehen haben, an alle, die auch die Post-Credit-Scene logischerweise nicht gesehen haben, sage ich, einfach mal hier unten gleich auf den nächsten Timestamp klicken, dann kommt ihr wieder in den Non-Spoiler-Bereich, weil jetzt kommen Spoiler zu Venom, Let There Be Carnage und seine Post-Credit-Scene. Denn da haben wir Folgendes gesehen. Ich hoffe, ihr seid alle weg, die nicht hören wollen, was ich jetzt gerade zu sagen habe. Und wir sehen uns gleich im Non-Spoiler-Bereich wieder. In der Post-Credit-Scene sehen wir ja, wie Venom erstmal mit Eddie darüber diskutiert, was er weiß, was er nicht weiß und dass Eddie ja total doof ist und sein Verstand so mickrig und das ganze Universum gar nicht verarbeiten könnte und Venom ihnen das beweisen möchte. Und dann auf einmal, wusch, verändert sich die Szenerie, das Hotelzimmer wird auf einmal von einer Absteige zu einem Luxushotel und auch außen ändert sich alles in der Umwelt. Man sieht auf einmal irgendwie, glaube ich, auch Sand und Meer. Vorher waren da, glaube ich, Bäume und das spricht ja dafür, dass da was Großes passiert ist und zwar ein Drift durch das Multiversum. Und dann sehen wir ja, wie Eddie Brooke mit Venom gemeinsam fernschaut und da sehen wir dann auch wieder das Daily Bugle-Zeichen und einen Tom Holland in Spider-Man-Kostüm, Peter Parker und Venom ist hoch interessiert an diesem jungen Mann. Und dann, ja, kommt noch ein kleiner Gag und dann ist die Post-Credit-Szene auch vorbei. Die Frage ist also, wo siedelt sich Morbius chronologisch jetzt an? Ich glaube, dass er unmittelbar nach den Ereignissen von Let There Be Carnage spielt, aber noch vor den Ereignissen der Post-Credit-Scene. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch eventuell hier einen kleinen Drift durch das Multiversum hinbekommen bzw. sehen werden. Ich glaube, dass es sogar sein könnte, dass wir diesen Drift noch während des Hauptfilms erleben werden. Und wenn nicht, dann spätestens in einer Post-Credit-Scene. Woher nehme ich diese Gewissheit, dass es so laufen wird? Ein Charakter, der hier auftaucht, ist bezeichnend für diese Vermutung. Hier übrigens ein kleiner Easter Egg wieder, auf den wir auch zu sprechen kommen müssen. Aber erst einmal möchte ich euch natürlich den Charakter zeigen, den ich meine. Denn wir sehen Tombs, a.k.a. Vulture aus Homecoming, den
Gegenspieler, den Tom Holland zuerst bezwingen musste, als er als Peter Parker erstmals als Spider-Man in Erscheinung getreten ist in Homecoming. Und ja, ich weiß, dass Civil War zuerst kam, aber hey, das ist sein erster eigener Spider-Man-Villain, dementsprechend sage ich auch sein erster. Ja, Tombs, der auf jeden Fall Morbius sagt, Leute, wir sollten mal hier in Kontakt bleiben. Ist ja sehr interessant, was sie da so geleistet haben. Und dann haben wir diesen Shot vorher noch mit dem Spider-Man und dem Murderer. Was hier eigentlich unterstellt, Spider-Man ist ein Mörder. Wen soll er denn ermordet haben? Naja, laut J. Jonah Jameson ja Mysterio, den Held und Philanthropen schlechthin. Der neue Iron Man. Und der wurde durch Spider-Man getötet. Das behauptet ja JJ. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das suggeriert ja eigentlich schon, dass wir uns hier ja schon im MCU der Earth 616 von Disney befinden. Und das ist natürlich spannend. Es sei denn, es gibt auch in dem Sony Pictures Marvel Cinematic Universe einen Spider-Man, der verantwortlich ist für irgendeinen Tod einer beliebten Person. Was ich nicht glaube, das wäre billig. Dann hätten wir da auch schon was gehört in den Venom-Filmen. Und da war ja wirklich Eddie Brooke als Investigativjournalist immer anderen Verbrechen auf der Spur, aber definitiv nicht einer freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft, die auf einmal zum Mörder wird. Dementsprechend, ich glaube, dieser Michael Morbius, den wir hier gerade im Bild sehen, der ist schon durch den Drift gegangen. Und der sieht auch ein bisschen aus, als würde sich fragen, WTF, was ist denn hier gerade passiert? Wie gesagt, weiter geht's im Text, dann kommt dieser coole Shot mit Tombs und ein deutlicheres Indiz, dass wir hier in dem MCU sind, glaube ich, gibt's nicht mehr. Das kann natürlich ein Easter Egg sein, dass hier dieser Tombs nur eine Variante ist. Das glaube ich allerdings nicht. Das will ich nicht glauben, denn ich will endlich das Multiversum. Und ich glaube, da lässt sich dann noch einiges erwarten. Und dann muss man natürlich auch nochmal sich die Frage stellen, ja, was hat das Multiversum denn dann überhaupt für Konsequenzen auf Michael Morbius? Und da müssen wir zu No Way Home auch nochmal zurückkehren, weil wir haben die Bildung der Sinister Six, quasi die Origin Story, die erste Formierung der Sinister Six in No Way Home. Das kann, glaube ich, inzwischen keiner mehr bestreiten. Wir haben definitiv schon natürlich Doc Ock gesehen, wir haben den Green Goblin, wir haben, ja, Sandman von mir aus, ja, okay. Wir haben aber auf jeden Fall auch noch, wen habe ich vergessen? Elektro, also Elektro, Green Goblin, Doc Ock, Sandman und höchstwahrscheinlich auch noch Lizard aus den The Amazing Spider-Man Filmen mit Andrew Garfield, höchstwahrscheinlich. Dr. Kurt Connors is back und ich bin echt gespannt, ob Rhys Ifans ihn wieder spielt, sollte er es denn tatsächlich sein. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Und dann ist ja trotzdem noch ein Platz frei und wir haben ja inzwischen so viele andere Charaktere, die da noch diesen Platz füllen können. Theoretisch Morbius, klar, warum nicht. Vulture, wir haben ihn ja gerade hier schon gesehen. Es könnte also auch Tombs sein, der wieder zurück ist. Es könnte aber auch Mysterio sein. Ich glaube nicht, dass der tot ist. Das wäre viel zu einfach. Und mir hat Jake Gyllenhaal in der Rolle von Mysterio echt gut gefallen. Er hat einen coolen Back gespielt. Dementsprechend, es würde mich freuen, ihn wiederzusehen. Dann hätten wir aber auch noch natürlich, wenn wir schon Lizard zurückholen, auch noch Rhino. Ha, Paul Giamatti als Rhino. Als russischer Rhino, okay, der ist ja auch Russe, der Rhino, aber ist ja auch okay. Aber seine Interpretation von Rhino war ein bisschen creepy. Aber okay, ich könnte mich damit arrangieren, wenn ich dafür auch Andrew Garfield und Tobey Maguire wieder in ihren Spider-Man-Rollen sehe. Aber okay, anderes Thema. Ich möchte euch damit nicht zu sehr langweilen, weil ihr euch selber ja auch diese Gedanken macht. Aber trotzdem ist das alles so, dieses Gedankengut, was mir bei diesen Szenen hier gerade so durch den Kopf gespielt ist und was ich natürlich auch als Grundlage dann ansehe, um mit euch über diesen Film, aber auch den möglicheren, größeren Rahmen dieses Filmes zu sprechen. Und dementsprechend haut mir jetzt gleich mal eure Meinung zu dem Trailer, aber auch zu den Querverweisen zum MCU hier mal in die Kommentare. Weil ich glaube wirklich, dass es auf die eine oder andere Weise tatsächlich hier zu einem Drift in dem Multiversum kommen wird, der auch vor Morbius nicht Halt machen wird. Ich glaube, das ist sicher. Das wird auf jeden Fall kommen. Denn dieser kleine Easter Egg mit dem, ja, kleinen, ja, anlehnenden Zitat von Venom, ich bin Venom, suggeriert ja schon, dass Michael Morbius Venom kennt oder zumindest glaubt zu kennen.
inwieweit er von dieser Catchphrase erfahren hat und sie dann auch noch falsch wiedergibt, weil normalerweise würde Venom ja sagen, wir sind Venom, kann er ja eigentlich nur von Venom selber erfahren haben, weil ich glaube, Venom neigt nicht dazu, irgendwie sich jetzt jedem auf einmal zu zeigen, außer Mrs. Chan, egal, und dann seine Catchphrase rauszukloppen, weil die, die diese Catchphrase zu hören bekommen, sind meistens danach tot, kopflos, ja, egal. Auf jeden Fall viel Raum für Spekulation. Eure Meinung in die Comments. Ich sage tschö mit Ö und nicht vergessen, Freunde der Nacht. Filme sind einfach